Moin YouTube, liebe EDC-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, ihr werdet es auch kennen. Ihr habt euch gerade eine EDC-Rotation zusammengestellt, etwas traditioneller mit einem schönen braunen Shell Cordovan Leder Wolli, der passenden Clip Slip, einen Stift und einem traditionellen Slip Joint Taschenmesser. Alles passt wunderbar zusammen, aber dann kommt der Tag. Ach du Schreck. Wenn ihr auch mal wieder etwas Moderneres tragen wollt, hier in meinem Fall Titan oder Edelstahl bei meinen Armbanduhren, und da passt dann meiner Meinung nach das braune Wolli von dem Daniel Pokladek nicht mehr ganz so toll dazu. Und wenn ihr wissen wollt, was ich dagegen getan habe, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, das hier ist meine Wolli, die ich mir beim Daniel bestellt hatte, nachdem er vor einiger Zeit mal Arbeiten gezeigt hat zu einer Geldbörse, die aus diesem ganz tollen Shell Cordovan Leder gemacht worden ist. Das ist Pferdeleder. Shell Cordovan stammt ja im Prinzip aus dem Hinterteil des Pferdes. Ist ein ganz besonderes Leder, das ja mit der Zeit eigentlich immer besser wird. Andere Leder, die haben so die Eigenschaft, dass die mit der Zeit halt ja stark sich verändern, aber dieses Shell Cordovan bleibt eben so wie am Anfang. Also dieses Wolli ist jetzt schon mehrere Monate alt und ich habe es tatsächlich tagtäglich getragen und ihr seht, es sieht fast aus wie neu. Das ist eben dieses Besondere an diesem Shell Cordovan Leder. Ist dafür natürlich auch eine Ecke teurer als normales Leder, aber es lohnt sich sehr. Das Einzige, was mich hier jetzt gestört hat, ist tatsächlich, ich habe dieses Wolli hier als EDC getragen, wirklich jeden Tag. Und ihr werdet es vielleicht wissen, ich habe da so ein Spleen, dass ich eigentlich die Gegenstände meiner EDC-Rotation aufeinander anpasse, gerade was so farbliche Geschichten angeht. Und dieses Wolli passte eben sehr gut zu traditionellen EDC-Rotationen mit Slipjoint, Taschenmesser und so weiter. Aber wenn man dann doch mal auf Titan wechseln möchte, und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment trage ich sehr viel Titan und Edelstahl, dann passt eben dieses Braun nicht mehr ganz so dazu. Und daher habe ich den Daniel schon vor einiger Zeit mal angesprochen, ob er mir nicht eine graue Wolli bauen könnte. Und die Antwort vom Daniel war damals, du Klaus, halt mal ein bisschen die Füße still. Ich bin gerade dabei, mir neue Stanzwerkzeuge für das Wolli anzuschaffen. Dauert noch einen Moment, aber dann kann ich dir die neuen Wollis anbieten, auch in ganz besonderen Lederarten. Da finden wir schon was. Ja, und so vor, wie lange mag es her sein, 3 Wochen, da hat Daniel dann Fotos in den einschlägigen Gruppen gepostet mit neuen Clip-Slips und auch Geldbörsen, wenn ich mich recht erinnere, die halt in neuen Farben daherkamen, ein bisschen herbstlicher angehaucht, und er fragte dann unter dem Foto, welche Farben uns dann am besten gefallen würden. Und ich habe dann sowohl auf Instagram als auch auf Facebook kommentiert, für mich wäre ein Grauton toll, der zu Titan passt, wie du weißt. Und daraufhin hatte mich Daniel angeschrieben und sagte, ja, da finden wir was. Ich habe jetzt die neuen Stanzwerkzeuge. Ich kann das Wolli der zweiten Generation bauen. Und der Daniel fing dann an, mir bestimmte Leder zu zeigen, die in Frage kämen. Alle haben einen Grauton gehabt. Er hat dann sogar noch versucht, ein Leder grau zu färben. Aber das war alles nicht so hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe. Und da kam dann Daniel mit einer Idee raus. Da muss ich ihm ganz, ganz besonderen Dank zollen. Er sagte dann, weißt du was,
wir nehmen dieses Leder hier und dem einen oder anderen mag das jetzt bekannt vorkommen. Es handelt sich um das Leder für die Altona Silberwerkstatt Clipslips, diese ja, Limited Edition Version speziell für die Altona Silberwerkstatt. Und da waren jetzt anscheinend noch ein paar Reste über, so dass Daniel mir jetzt hier wirklich ein ganz besonderes Volley bauen konnte. Das gibt es auch nur einmal und es wird es auch nicht in weiteren Versionen geben. Das hatte Daniel mir schon angedeutet. Daniel hat sich auch nochmal das Okay von Maxi von der Altona Silberwerkstatt eingeholt, dass er eben für mich dieses Leder hier nochmal nutzen konnte, um mir diese Volley zu bauen. Die Volleys sind für mich eigentlich ideale Geldbörsen, sind ja im Prinzip nur Kartenhalter und kein echtes Portemonnaie oder keine Geldbörse. Aber mir reicht das inzwischen. Ich habe normalerweise vier Karten dabei. Und die passen hier auch wunderbar rein. Auch eine fünfte oder sechste Karte wird da sicherlich kein Problem sein. Wenn man sich jetzt die alte in Anführungsstrichen und die neue Wally so nebeneinander hält, dann sieht man im ersten Moment überhaupt keinen Unterschied. Sie sind also von den Abmessungen her identisch, aber es gibt einen Punkt, an dem sie sich unterscheiden. Und das ist die Aussparung hier auf der Rückseite, mit der man die Karten eben auffächern kann. Bei der alten Wally war das hier dieses ovale Fenster und bei der neuen Wally ist es dann eher so ein Rechteck mit abgerundeten Kanten geworden. Ich muss aber sagen, in der Bedienung macht es eigentlich keinen Unterschied, ob nun oval oder rechteckig. Der Unterschied in der Bedienung liegt tatsächlich am Leder. Hier dieses graue ASW-Leder, sage ich jetzt mal, ist von der Oberfläche her nicht so glatt. Es ist ein bisschen rauer. Ihr seht das auch schon. Mit dem Fingernagel kann ich hier tatsächlich Spuren hinterlassen. Die lassen sich aber auch wieder beseitigen. Das Leder hat also so eine etwas rauere Oberfläche und das nicht nur außen, sondern auch innen. Und das führt dazu, dass sich die Karten hier am Anfang etwas schwerer auffächern ließen. Ich habe das normalerweise immer mit dem Zeigefinger gemacht, dass ich mir die erst ein bisschen vorgefächert habe und habe dann gemerkt, dass jetzt hier bei der neuen Volley das ein bisschen schwerer funktioniert, gerade wenn ich dann doch nochmal vielleicht eine fünfte Karte, zum Beispiel meine Zug- und Straßenbahnkarte, wenn ich die dann nochmal dabei habe, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Ich habe es dann so gemacht, dass ich das Volley einfach umgedreht habe und habe da mit dem Daumen vorgefächert. Das funktionierte dann. Inzwischen seht ihr das. Es geht jetzt schon viel, viel besser als am Anfang. Wahrscheinlich ist das Leder innen jetzt auch schon so ein bisschen glatter geworden. Da muss ich sagen, funktionierte das hier mit diesem glatten Shell-Cordovan-Leder, das eben auch von innen sehr glatt ist, deutlich einfacher. Aber wie gesagt, mit der Zeit hat sich das jetzt schon gebessert. Was ich bei diesem Volley auch großartig finde, und da unterscheiden sich das Neue und das Alte ebenfalls nicht, ist dieses kleine Vorfach hier. Das dient mir dazu, hier auch nochmal einen Geldschein dabei zu haben. Es gibt immer noch Geschäfte, die keine Kartenzahlung akzeptieren oder wenn die Beträge eben wirklich so gering sind, dass es keinen Sinn ergibt, mit Karte zu zahlen, dann ist es immer schon ganz gut, wenn man auch nochmal einen Geldschein dabei hat. Ich habe dann oft auch nochmal ein 2 € oder ein 1 € Geldstück hier mit drin oder den Chip für die Einkaufswagen. Das kann man hier beim Alten noch gut erkennen oder schon sehr gut erkennen. Hier zeichnet sich die Stelle ab, wo ich immer meinen Einkaufswagen-Chip drin hatte. Das wird sich sicherlich hier auch ergeben und ich glaube sogar noch etwas stärker als bei dem Shell Cordovan Leder.
Ihr habt es jetzt gesehen, da ist es mit der Patina nicht weit her, monatelang im Gebrauch und sieht immer noch aus wie neu. Das wird sich hier wahrscheinlich etwas anders ergeben. Ich kenne das auch von ähnlichen Ledern. Ich habe zwei Umhängetaschen, auch mit so einem, ich sage mal, Fettleder, das eben so ein bisschen rauer ist. Und die haben eben eine sehr, sehr schöne Patina entwickelt. Das erwarte ich hier jetzt auch. Ich bin noch ein bisschen gespannt, wie sich das bei diesem grauen Leder auswirken wird, da ich bisher das Ganze immer nur an braunem Leder beobachtet habe. Von daher bin ich mal ganz gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass die Färbung hier vom Grau dann sich deutlich verdunkeln wird, zumindest an den Rändern. Da bin ich eben ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber es ist eben jetzt schön, dass ich auch eine passende Wally habe, wenn ich eher Titan- oder Stahl-Gegenstände in der EDC-Rotation trage. Und ja, diese Wally ist dafür eben meine perfekte Wahl für so einen Kartenhalter. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so für Geldbörsen, Kartenhalter oder Wallets neudeutsch mit euch führt. Seid ihr eher auch so ein spartanischer Typ, der inzwischen auf Kartenhalter umgestiegen ist, oder habt ihr noch so eine richtig große Geldbörse mit allem drum und dran dabei? Ich werde euch unten im angepinnten Kommentar auch nochmal die Seite vom Daniel verlinken. Dort könnt ihr euch mal seine Arbeiten anschauen und das auch in den Kommentaren hinterlassen, was euch davon am besten gefällt, welche Art der Geldbörse oder auch bei den Clipslips, die er ja im Angebot hat. Ich zeige das hier nochmal auch sehr praktisch für jemanden, der Messer trägt ohne eigenen Clip. Gerade bei diesen traditionelleren Taschenmessern, so wie hier mit einem Slip-Joint, die kommen ja meistens ohne eigenen Clip daher. Und wenn man nicht wie ich eine Jeanshose trägt, die eine zusätzliche schmale Tasche eingenäht hat, wo eben auch solche kleineren Taschenmesser sich gut verstauen lassen, der ist mit so einer Clip-Slip natürlich bestens beraten, denn die klippt ja genauso an wie sonst ein Messer mit Clip. Habt diese kleine Ledertasche eben dann in eurer Hosentasche hängen und könnt das Messer bequem hervorholen aus der Tasche und auch wieder verstauen. Ja, also das wird sicherlich auch den Daniel interessieren, welche Modelle euch da besonders gefallen und was ihr halt nehmen würdet, mich auch jetzt speziell auf die Geldbörsen bezogen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dieses etwas ungewöhnlichere Video zu meinem neuen Wallet hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.